Beweg dich at home, ein Gemeinschaftsprojekt der Novitas PKK, Stadtsportbund Duisburg und den Duisburger Sportvereinen. Heute Beckenbodentraining mit der Bettina. Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, eure Bettina, und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, wieder eingeschaltet habt. Und heute möchte ich euch ein paar Tipps und Ideen für ein effektives Beckenbodentraining geben. Und das Schöne ist, ihr könnt euren Beckenboden spüren, aber nach außen ist die Muskulatur nicht sichtbar. Das heißt, ihr könnt Beckenbodentraining überall machen, ob im Alltag, im Büro oder auch in eurem Training einbauen. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Ja, da bin ich wieder, und ich möchte euch heute erstmal, bevor wir loslegen mit dem Training, ein paar Tipps geben, wie ihr euren Beckenboden effektiv aktiviert. Der eine oder andere hatte sicher schon mal Erfahrung mit Beckenbodentraining. Wenn ihr Pilates, Yoga oder Rückentraining macht, habt ihr sicher da auch schon mal den Beckenboden aktiviert. Und für diejenigen, die das ganz neu ist, möchte ich euch noch mal so ein bisschen den Beckenboden erklären. Wofür ist der Beckenboden oder wofür ist die Muskulatur überhaupt gut? Der Beckenboden ist unser Körperzentrum, unsere Körpermitte, schließt Oberkörper von Unterkörper ab, aktiviert unsere Stabilisierung oder stabilisiert die Wirbelsäule, unseren Oberkörper, beugt Inkontinenz vor, steigert das Lustempfinden, und gerade auch nach Schwangerschaften haben viele Frauen Probleme, und dafür ist es auch wichtig, den Beckenboden zu aktivieren. Der Beckenboden hat die Aufgabe, anzuspannen, entzuspannen und die Spannung zu halten. Damit wir heute auf einen Nenner kommen und damit ihr auch wisst, wie ihr effektiv den Beckenboden anspannt, erkläre ich euch jetzt nochmal die Muskulatur, und wir werden die Muskulatur zusammen anspannen. Wir haben drei verschiedene Muskelanteile, und wir beginnen bei dem unteren Anteil. Das heißt, ihr stellt euch vor, ihr haltet euren Urinstrahl an, stellt euch mal locker hin, die Füße sind hüftbreit geöffnet, und wir versuchen jetzt mal die Beckenbodenmuskulatur, die untere, anzuspannen. Also bei Frauen oder bei Männern entweder Schamlippen zusammenziehen, Penis nach innen oben ziehen oder einfach den Urinstrahl anhalten. Das machen wir jetzt zusammen. Wir atmen ein, und mit der Ausatmung versucht ihr mal, den Urinstrahl anzuhalten oder abzuklemmen. Haltet die Spannung. Und mit der Einatmung lösen wir wieder die Spannung. Das macht ihr jetzt. Ihr werdet nochmal lösen. Und das machen wir noch einmal. Einatmen, ausatmen, Urinstrahl wieder abklemmen, Spannung halten, weiteratmen, ganz wichtig, nicht die Luft anhalten, und dann wieder lösen. Dann haben wir die nächste Schicht, das sind die beiden Sitzbeinhöcker. Wenn ihr auf einem Stuhl oder auf einem Hocker oder auf dem Boden sitzt, dann spürt ihr hier hinten die zwei kleinen Knochen, wo ihr drauf sitzt. Die stehen so ein bisschen hervor. Und da stellt ihr euch vor, zwischen den beiden Sitzbeinhöckern ist ein Faden befestigt. Und ihr verkürzt den Faden, indem ihr eure beiden Sitzbeinhöcker zusammenzieht. Das ist schwierig, ihr lasst die Gesäßmuskulatur dabei locker, also ohne den Gesäßmuskel anzuspannen. Versuchen wir jetzt, beide Sitzbeinhöcker nähern sich an, sodass der Faden verkürzt wird. Ihr atmet wieder ein, und mit der Ausatmung beide Sitzbeinhöcker zusammen. Der Faden verkürzt sich zwischen den Sitzbeinhöckern, haltet die Spannung, atmet weiter, und dann löst ihr wieder. Das machen wir noch einmal. Einatmen, ausatmen, Sitzbeinhöcker zusammenziehen, der Faden verkürzt sich, weiter atmen, Gesäßmuskel bleibt entspannt, und dann löst ihr wieder auf. Die dritte Schicht ist, das Schambein Richtung Bauchnabel zu ziehen. In der Vorstellung nochmal, ihr habt so einen Reißverschluss in eurer Hose, den zieht ihr nach oben und zieht dabei gleichzeitig den Bauchnabel an euren Lendenwirbel heran, und Schambein Richtung Bauchnabel ziehen. Einatmen, ausatmen, und das versuchen wir nochmal. Reißverschluss schließen, Bauchnabel zieht an den Lendenwirbel heran, Schambein Richtung Bauchnabel. Spannung halten und wieder lösen. Machen wir noch einmal. Einatmen, ausatmen, Schambein Richtung Bauchnabel ziehen oder Richtung Brustkorb ziehen, Reißverschluss zumachen und Bauchnabel Richtung Lendenwirbel ziehen. Weiter atmen und lösen. Bevor wir jetzt gleich loslegen, versuchen wir jetzt alle drei Schichten nochmal zu aktivieren. Wir beginnen nochmal bei der untersten Schicht, Urinstrahl abklemmen. Und ihr atmet nochmal ein und atmet aus. Aktiviert eure erste Schicht, zweite Schicht, Sitzbeinhöcker ziehen zusammen, der Faden verkürzt sich,
Und dritte Schicht, Schambein zieht Richtung Bauchnabel. Und ihr macht nochmal den Reißverschluss zu, richtet nochmal richtig schön eure Wirbelsäule auf, haltet die Spannung und dann löst ihr auf. So, wenn ihr während des Trainings spürt oder während einer Übung, ihr könnt die Übung nicht so lange halten oder euren Beckenboden nicht so lange anspannen, dann macht ihr einfach eine kurze Pause, atmet nochmal ein, atmet aus und beginnt nochmal von vorne. Ja, also manchmal kann es sein, dass das auch gar nicht so lange klappt, den Beckenboden zu halten, gerade wenn ihr neu damit beginnt. Ich habe heute nochmal so einen kleinen Ball, den werden wir in den Übungen mit einfließen lassen, weil es dann ein paar Übungen sind einfacher, wenn wir so den Ball zwischen den Beinen zusammenklemmen, dann könnt ihr euch besser vorstellen, wie man den Beckenboden aktiviert. Ihr könnt auch einen Tennisball nehmen, ihr könnt auch eine Orange nehmen oder wenn ihr gar keinen Ball habt, auch ein Kissen nehmen. Gut, dann legen wir jetzt los. Ihr dürft die Füße hüftschmal aufstellen, ganz entspannt, die Wirbelsäule nochmal aufrichten. Und dann atmet noch einmal ein, atmet aus und wir beginnen erstmal ganz entspannt unser Becken einfach nur mal zu kreisen. Ganz locker, so ein bisschen erstmal in Bewegung kommen. Wegkreisen. Wir warten auf die Musik. Ganz locker, ganz entspannt. Und dann nochmal Richtungswechsel. Genau. Und nochmal Richtungswechsel. Und wir machen mal so eine liegende Acht mit dem Becken. Versucht mal so eine liegende Acht zu beschreiben. Muskulatur bleibt entspannt noch, ganz locker. Und nochmal Richtungswechsel. Sehr gut. Schultern bleiben entspannt. Euer Oberkörper bleibt entspannt. Und dann stellt die Füße hüftschmal auf. Wir beginnen jetzt erstmal im Stand. Und stellt euch so einen Aufzug vor, der an den Füßen beginnt. Und ihr fahrt in die erste, in die zweite, in die dritte Etage bis oben, bis ihr oben angekommen seid in der 10. Etage. Versuchen wir jetzt alle drei Beckenbodenschichten zu aktivieren. Ihr atmet ein, ihr atmet aus. Und jetzt Urinstrahl abklemmen, Sitzbeinhöcker zusammen, Schambein Richtung Bauchnabel. Und ihr fahrt jetzt von den Füßen so ganz langsam nach oben. Versucht ihr immer weiter euren Beckenboden nach innen oben einzuziehen. Und fahrt langsam nach oben, haltet die Spannung, versucht euren Gesäßmuskel locker zu lassen, ganz entspannt, weiter atmen und komm, haltet immer noch die Spannung. Wir sind jetzt ungefähr hier angekommen, 5. Etage und nochmal ein bisschen weiter, haltet die Spannung, weiter atmen. Und jetzt sind wir an den Schultern angekommen und wir gehen nochmal ein Stückchen höher. Und dann löst ihr auf. Okay. Das Ganze machen wir jetzt auf den Fußspitzen. Wir beginnen wieder unten an den Füßen. Ihr aktiviert wieder die Beckenbodenmuskulatur, alle drei Anteile. Und jetzt gehen wir mal auf die Fußspitzen hoch dabei. Und jetzt ziehen wir den Beckenboden wieder nach innen oben ein. Streckt euch lang. Euer Scheitel zieht Richtung Decke. Kommt schön nach oben, hoch. Haltet. Wer mag, nimmt die Arme noch dazu und ihr streckt, lasst die Schultern sinken. Und komm, spürt die Anspannung. Zieht nochmal ganz kräftig den Bauchnabel an euren Lendenwirbel heran. Haltet eure Beckenbodenmuskulatur und wir ziehen nochmal so ein Stückchen höher. Weiter atmen. Und noch 4, 3, 2. Und ihr löst auf. Ganz locker. Und das machen wir noch einmal. Beginnt wieder an den Füßen. Alle drei Schichten wieder aktivieren, abklemmen, Sitzbeinhöcker, Schambein zieht Richtung Bauchnabel. Und ihr kommt auf die Fußspitzen hoch. Komm, streckt euch lang, richtet die Wirbelsäule auf. Haltet die Muskulatur. Zieht nach innen oben. Stellt euch vor, da unten ist ein Faden und den zieht ihr nach innen oben. Und wer mag, nimmt nochmal die Arme mit. Lasst die Schultern sinken. Haltet die Muskulatur aktiv. Und komm, feste halten. Halten und noch 8, 7. Atmet schön entspannt weiter
Noch 4, 3, 2 und dann löst ihr auf. Stellt die Fersen zusammen, dass die Fußspitzen nach außen zeigen. Wir atmen ein, aktiviert wieder eure drei Anteile und haltet jetzt. Und wir beugen und strecken. Jetzt haltet ihr die Anspannung, jetzt ein bisschen mehr in Bewegung und tief Knie nach außen führen. Knie bleiben über euer Sprunggelenk und Spannung halten. Komm, wir nehmen die Arme nochmal dazu. Versucht jetzt wirklich die Spannung zu halten. Beugen und strecken. Schultern fließen tief, die letzten 4 noch. 3, 2 noch. Löst auf, locker. Nochmal entspannt einatmen, ausatmen. Das machen wir noch einmal. Noch 4, 3, 2. Alles wieder anspannen, aktivieren. Wir beugen und strecken. Tief und hoch. Tief und hoch. Komm, schön nach unten. Knie beugen. Spannung halten. Ich hoffe, ihr spürt eure Beckenmuskulatur. Wir bleiben mal unten. Bleibt tief. Ganz klein federn. Federn. Spannung halten, wenn ihr könnt. Wenn nicht, löst kurz zwischendurch auf. Drückt die Fersen aneinander. Und haltet, 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 haltet. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kommt wieder nach oben. Wir gehen nochmal tief. Nochmal beugen, wenn ihr könnt. Immer noch die Spannung halten. Tief. Und wir bleiben nochmal unten und federn ganz klein. Schultern noch mal sinken lassen. Wirbelsäule bleibt aufgerichtet. 4, 3, 2 und dann löst ihr auf. Locker. Lockert mal eure Beine und dann verlagert euer Gewicht auf den linken Fuß. Ganz locker schwingen wir mal das rechte Bein. Ohne die Muskulatur anzuspannen, ganz locker pendeln. Weiter atmen. So, und dann beugt ihr mal oben das Knie, wenn ihr oben seid. Beugen, nach hinten locker durchpendeln. Wenn das Bein nach hinten pendelt, atmen wir ein. Und mit der Ausatmung, schaut mal, zack. Und das machen wir ganz kräftig, einmal zack mit Schwung. Dann spannt ihr euren Beckenboden an. Nach hinten einatmen, locker lassen. Und vorne, wenn euer Bein vorne ist, anspannen. Einatmen, aus. Locker lassen und Beckenbodenmuskulatur anspannen. Locker lassen und anspannen, wenn euer Knie vorne ist. Und nochmal locker. Und anspannen. Und anspannen. Nochmal. 4 noch. 3, 2. Und locker wieder pendeln, ausschütteln, pendeln, ganz locker. Die Arme sind entspannt, die gehen ganz locker mit. Und noch 4, das machen wir noch einmal. Noch 3, noch 2. Achtung, komm noch einmal. Und anspannen und locker, anspannen und locker. Das macht ihr in eurem Atemrhythmus. Es muss nicht so genau sein, wie ich das mache, sondern so, wie ihr atmet. Ein- und ausatmet. Spannt ihr an und lasst wieder los. So, noch 2. Und dann pendelt ihr nochmal ganz locker. Arme pendeln wieder vor und rück. Und dann pendelt ihr langsam euer rechtes Bein ein, stellt euch wieder auf beide Füße, lockert nochmal. Und dann verlagern wir noch einmal auf den linken Fuß,
lösen das rechte Bein, lösen den linken Arm, ihr aktiviert wieder alle drei Beckenbodenmuskeln und dann zieht ihr euer rechtes Bein lang zur Seite. Versucht wieder, euren Reißverschluss zu schließen, Sitzbeinhöcker zusammen und Urinstrahl abklemmen. Ausatmen, wenn das Bein zur Seite geht. Einatmen, wenn ihr zurückgeht. So, Achtung, komm, haltet mal hier. Haltet, haltet. Ganz klein federn. So, und jetzt könnt ihr auch versuchen, mal immer wieder die Muskulatur zu lösen und wieder anzuspannen. Und zwar, wenn das Bein zur Seite zieht und wenn der linke Arm nach hinten zieht, spann dir an, lass wieder los. So in der Vorstellung, unser Beckenboden ist wie so ein kleines Mini-Trampolin und da ist so ein Tennisball drauf und der hüpft jedes Mal nach oben und dann spann dir an. So, die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, löst auf, lockert. Wir verlagern das Gewicht auf den rechten Fuß. Ihr löst euer linkes Bein und pendelt erstmal wieder ganz locker. Lasst die Arme locker pendeln, locker schwingen. Und dann wiederholen wir die Übung auf der linken Seite. Wenn das Bein hinten ist, einatmen. Beckenboden bleibt locker. Wenn euer Bein nach vorne angewinkelt wird, ich mache es nochmal locker vor, dann spannt ihr an. Jeder wieder in seinem Atemrhythmus. So, Achtung, einatmen, ausatmen, halten. Anspannen. Genau. Einatmen durch die Nase, ausatmen durch den geöffneten Mund, durch den leicht geöffneten Mund. Und zack, Spannung halten. Komm, locker lassen, halten. Auch hier könnt ihr euch nochmal den kleinen Tischtennisball vorstellen, der auf eurem Mini-Trampolin nach oben hüpft, wenn euer Knie vorne angewinkelt wird. Zack. Einatmen, ausatmen, halten. Und locker lassen. Locker wieder pendeln, locker schwingen, Arme locker. Ganz entspannt, eure Schultern sind entspannt. So, Achtung, das machen wir noch einmal. Einatmen und zack, anspannen. Und anspannen. Ups, nochmal. Anspannen. Hopp, feste. Einatmen, ausatmen, zack, anspannen. Anspannen. Hopp, nochmal. Und kommen die letzten zwei. Und locker pendeln. Ganz locker. Arme schwingen wieder mit. Dann langsam auspendeln. Nochmal beide Füße. Nochmal ganz locker die Füße abrollen. So, Achtung, noch einmal Gewicht auf den rechten Fuß verlagern. Löst euer linkes Bein. Streckt die Wirbelsäule lang. Einatmen, ausatmen, zieht ihr euer linkes Bein zur Seite. Alle drei Beckenbodenmuskeln wieder aktivieren und jetzt die Spannung wieder halten. So, schön lang rausziehen. Schön lang. Achtung, wir federn jetzt wieder ganz klein und ihr stellt euch wieder den kleinen Tennisball vor. Jedes Mal, wenn der rechte Arm nach oben außen zieht und euer linkes Bein, Spannung halten, lösen. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, löst auf, lockert. So, wir machen einen großen Schritt mit rechts nach hinten. Ihr dürft jetzt eure Matte hervorholen. Und dann gehen wir in den Kniestand, weit nach hinten. Wer mag, nimmt den Ball dazu, ein Kissen, Tennisball oder wenn ihr auch einen größeren Ball habt, dürft ihr den auch gerne nehmen.
Knie stehen hüftschmal. Und jetzt atmet ihr wieder ein, mit der Ausatmung die Beckenbodenmuskulatur wieder aktivieren. Und durch den Ball, den ihr jetzt fester zusammenklemmt, stellt ihr euch mal vor, ihr zieht den Ball nach innen oben, Wirbelsäule ist aufgerichtet. Haltet. Kommt ganz fest, drückt ihr beide Oberschenkel zusammen. Atmet weiter eure Gesäßmuskulatur. Erinnert ihr euch, bleibt entspannt. Ihr haltet. Und dann lösen wir wieder auf. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Immer wieder so anspannen, entspannen. Stellt euch wieder den kleinen Tennisball vor. Ihr drückt zusammen. Lasst den Tennisball wieder nach oben hüpfen oder den kleinen Tischtennisball. Stellt euch wieder das Trampolin vor. Und ganz klein hüpft der Tischtennisball auf dem Mini-Trampolin nach oben. Und jedes Mal, wenn ihr ausatmet, wenn der Ball nach oben hüpft, drückt ihr den Ball, eure Oberschenkel kräftig zusammen. Und Achtung, haltet, wieder haltet, haltet, haltet. Zieht den Ball nach innen oben, komm, so kräftig wie ihr könnt. Und dann nehmt ihr mal die Arme nach vorne und jetzt verlagern wir mal den Oberkörper nach hinten. Euer Becken bleibt aufgerichtet. Und nochmal Spannung halten, Schulterblätter nähern sich an. Einatmen, ausatmen. Haltet immer noch, haltet immer noch. Und nochmal, komm zurück, zurück, zurück. Und nochmal. So, wir bleiben hier und ihr haltet immer noch und ihr drückt so kräftig, wie ihr könnt, den Ball zusammen. Haltet, schiebt euer Becken, richtet euer Becken auf, komm. Nochmal ganz feste, zusammenklemmen. Haltet, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, und löst einmal auf. Einmal entspannen, einmal den Oberkörper ablegen. Kurz lösen. Und dann rollt ihr euch wieder auf. Wirbel für Wirbel. Und das machen wir nochmal. Wirbelsäule lang strecken. Einatmen, ausatmen. Alle drei Beckenbodenschichten nochmal aktivieren. Ball nochmal so fest, wie ihr könnt, zusammenklemmen. Den Ball nach innen oben ziehen. Und wir verlagern nochmal das Gewicht nach hinten. Haltet jetzt wieder die Spannung. Oder wenn ihr eine Pause benötigt, dann lasst ihr hier los und spannt an, wenn ihr nach hinten geht. Wenn ihr die Spannung halten könnt, haltet die gesamte Zeit während der Übung eure Spannung. Einatmen, ausatmen. Ja, und ihr merkt sicher, die Übungen sind nicht so ganz neu. Die kennt ihr. Es ist halt nur anders, wenn man wirklich die ganze Zeit jetzt auch noch dabei so fest wie es geht den Beckenboden anspannen muss. So, schön halten. Wir bleiben noch mal hinten und wenn ihr könnt, haltet noch mal. Komm, stellt euch vor, ihr zieht den Ball nach innen oben. Gleichzeitig kräftigen wir noch mal die Oberschenkel. Und die letzten 4, 3, 2, löst auf. Verlagert nochmal euer Gewicht nach hinten. Und dann rollen wir uns auf die Seite, die rechte Seite. Ihr legt den unteren Arm in Verlängerung eurer Schulter. Dann dürft ihr den Kopf, den Arm beugen, ablegen. Eure obere Hand ist ungefähr vor eurem Brustkorb. Ihr legt die linke Hand auf euren Ball oder auf ein zusammengeknülltes Handtuch oder Kissen, was ihr habt. Beide Fersen in Verlängerung eures Kreuzbeins. So, mit der nächsten Ausatmung versucht ihr wieder eure Beckenbodenmuskulatur, alle drei Anteile zu aktivieren und gebt mal Druck mit dem Ball nach unten in den Boden. Also die Hand, die linke Hand drückt mit eurem Handballen kräftig in den Boden. Nur das. Alle drei Beckenbodenmuskeln aktivieren, anspannen, halten. Weiter atmen. Und dann löst ihr wieder auf. So, das machen wir nochmal. Vorstellung vom Tischtennisball auf eurem Trampolin. Ihr gebt Druck und der Ball hüpft wieder nach oben und lösen. Gebt Druck, anspannen, lösen. Anspannen, lösen.
anspannen, lösen. Komm, feste nochmal. Alle drei Beckenbodenmuskelgruppen anspannen. Druck in den Boden, in den Ball. Oder das, was ihr zu Hause habt, Handtuch. Noch 4, 3, 2, lasst wieder locker. Das machen wir noch einmal. Und jetzt schaut mal, wenn ihr Druck gebt, Spannung halten, ausatmen, löst ihr euer oberes Knie. Wie so eine Muschel öffnet sich das obere Knie nach oben, das rotiert Richtung Decke. Ihr gebt hier wieder Druck, spannt eure Muskulatur wieder an und wieder nach unten drehen. Ausatmen, rotiert nach oben, gebt Druck mit eurer linken Hand in den Boden. Einatmen, ausatmen, Druck. Einatmen, ausatmen, Druck in den Boden. Und nochmal. Sehr schön, wir bleiben nochmal hier. Und jetzt wieder der kleine Ball, der wieder auf dem Trampolin hüpft. Ganz leicht federt ihr wieder. Druck geben, lösen, Druck geben, lösen. Also immer wieder anspannen, entspannen. Und komm, ein letztes Mal. Haltet ihr oben und spannt nochmal an, dass die Schulter sinken, die linke weit weg von euren Ohren. Ganz kräftig die Beckenbodenmuskulatur halten. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und dann löst ihr auf. Rollt euch über die Seite in die Sitzposition, bevor wir die Seite wechseln. Und dann legt ihr den Ball zwischen beide Beininnenseiten. Jetzt kommt ihr auf eure Sitzbeinhöcke und jetzt könnt ihr vielleicht gleich ganz gut spüren, wie die Sitzbeinhöcke aufeinander zufließen, wie der Faden sich verkürzt. So, wir halten erstmal die Hände unterhalb eurer Knie. Versucht, die Wirbelsäule lang zu strecken. Mit der nächsten Ausatmung geben wir erstmal nur Druck auf den Ball. Und jetzt spürt mal eure Sitzbeinhöcke, ob die sich annähern, ob der Faden verkürzt wird. Haltet die Spannung. Komm, haltet eure Beckenbodenspannung. Alle drei Muskelanteile wieder aktivieren. Bauchnabel nach innen, Schambein Richtung Bauchnabel ziehen. Urinstrahl abklemmen. Haltet, haltet, haltet. Und löst auf. Ganz locker mal. Einmal runden und wieder aufrichten. Und nochmal runden und aufrichten. Und nochmal runden, aufrichten. So, das machen wir noch einmal. Kommt in die Sitzposition. Einatmen, ausatmen. Spannung wieder, alle drei Muskelgruppen. Jetzt haltet ihr mal hier die Spannung. Nehmt die Arme nach vorne. Und ihr rundet eure Wirbelsäule. Und euer Kreuzbein fließt in den Boden. Ihr haltet die Spannung. Einatmen, öffnen wir mal die Arme zur Seite. Ausatmen, runden, runden, runden. Schambein zieht Richtung Bauchnabel. Weiter atmen. Und nochmal einatmen. Und aus. Schulterblätter nähern sich an und versucht immer wieder die Wirbelsäule lang zu strecken. So, Achtung, wir runden und ihr bleibt hier. Komm, und jetzt nochmal. Stellt euch vor, der Ball zieht wieder Richtung Schambein und ihr gebt Druck mit beiden Beinen, Innenseiten und haltet die Spannung. Haltet. 4, 3, 2, kommt nochmal nach oben, rollt euch auf. Einmal locker nach hinten, nochmal aufrichten. Und nochmal locker nach hinten und nochmal aufrichten. Und dann rollen wir uns noch einmal anspannen, nach hinten, Spannung halten. Gleichzeitig habt ihr eine Spannung auf eurer Bauchmuskulatur. Ganz kräftig wieder den Ball zusammendrücken. Alle Anteile wieder aktivieren, anspannen. Haltet die Spannung, zieht den Ball nach innen oben und haltet. Schön weiter atmen. Komm, Spannung nicht verlieren. Noch 8, 7, 6, 5. Noch 4, 3, 2 und löst auf. Komm nach oben. Wir wechseln auf die linke Seite. Ihr beugt wieder euren unteren Arm. Ihr dürft den Kopf wieder ablegen. Beide Beine beugen, die Fersen schließen wieder mit eurem Kreuzbein ab. Die rechte Hand liegt auf eurem Ball, auf eurem Kissen, das, was ihr habt.
Und jetzt gib dir erstmal wieder nur Druck mit der Ausatmung. Versuch dir wieder die Muskulatur zu aktivieren. Gib Druck mit der Hand nach unten in den Ball. Und Spannung halten. Alle drei Anteile wieder anspannen und lösen, entspannen. Einatmen, ausatmen. Komm, nochmal Druck in den Boden. Zieht nochmal alles nach innen oben. Und wieder lösen. Noch einmal. Einatmen, ausatmen, Druck nach unten. Spannung halten. Weiter atmen. Und wieder lösen. Das Ganze machen wir wieder etwas schneller. Denkt wieder an den kleinen Tischtennisball. Achtung. Und gebt Druck, lösen. Druck, lösen. Der kleine Tischtennisball hüpft wieder auf dem Trampolin nach oben. Ich hoffe, das funktioniert bei euch, die Vorstellung. Ja, nochmal. Dabei immer wieder in den Ball hineindrücken, Druck geben. So, und komm, nochmal Spannung jetzt halten. Und mit der nächsten Ausatmung rotiert euer rechtes Bein nach oben. Wieder Druck lösen und spannen, wieder Druck geben. Ihr haltet jetzt die Beckenbodenspannung. Haltet, komm, probiert, alles anzuspannen. Nicht die Luft anhalten, weiter atmen. Einatmen, ausatmen, Druck nach unten. Und komm nochmal. So, und wir bleiben nochmal hier oben. Und jetzt geben wir nochmal Druck, 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 ganz feste. Kräftig mit der rechten Hand in den Ball. Spannung halten, 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 halten. Nochmal lösen und Druck. Lösen und wieder Druck. Ja, nochmal. So, komm, letzte Runde. Ihr haltet noch einmal. Ganz kräftig in den Boden drücken, alle drei Muskelgruppen aktivieren. Auch wenn es jetzt langsam ein bisschen schwer fällt, komm, haltet nochmal. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und löst auf. Kommt nach oben, rollt euch auf. Wir gehen in die Sitzposition. Und ihr legt noch einmal den Ball zwischen beide Beininnenseiten, zwischen beide Oberschenkel. Rollt euch Wirbel für Wirbel langsam in die Rückenlage. Legt den Kopf ab, legt die Arme ab, stellt die Fersen unterhalb eurer Knie. Handinnenflächen rotieren nach oben Richtung Decke, sodass eure Schultern schön entspannt sind. Mit der nächsten Ausatmung zieht ihr jetzt mal eure Fersen, ihr löst die Fußspitzen vom Boden, neutraler Lendenwirbel, Schambein wieder Richtung Brustkorb oder Bauchnabel ziehen und jetzt gebt ihr mal nur Druck mit den Fersen, schiebt ihr die Fersen Richtung Gesäß, ihr drückt beide Oberschenkel wieder zusammen und haltet die Spannung. Versucht jetzt wieder die Beckenbodenmuskulatur, alle drei Anteile zu aktivieren, kräftig den Ball oder euer Kissen zusammendrücken. Die Fersen schieben Richtung Hände, Richtung Gesäß. Atmet dabei weiter. Löst auf. Das Ganze machen wir jetzt wieder. Anspannen, entspannen. So, stellt euch wieder den kleinen Tischtennisball vor. Der hüpft wieder nach oben. In der Vorstellung, euer Ball zieht jetzt Richtung Brustkorb. Einatmen, ausatmen, komm und nochmal und halten die Spannung, lösen. Jedes Mal, wenn eure Fersen in den Boden schieben Richtung Gesäß, gebt ihr Druck und dann löst ihr wieder auf. So, Achtung, komm noch einmal und jetzt halten wir nochmal die Spannung. Haltet, haltet, neutraler Lendenwirbel immer noch. Unter eurem Kreuzbein ein kleines Luftpolster. Und dann löst mal auf, stellt die Füße auf, lockert so ein bisschen mal euer Becken. In der nächsten Übung rollen wir Wirbel für Wirbel nach oben auf. Einatmen, ausatmen, alle drei Muskelanteile aktivieren. Wir rollen auf und wir rollen erstmal wieder nach unten. So, kommt nochmal ganz entspannt. Aufrollen.
Schultern, Nacken bleibt entspannt. So, beim nächsten Aufrollen bleiben wir oben. Einatmen, ausatmen und jetzt alle drei Anteile wieder aktivieren, anspannen. Ball wieder zusammendrücken. Ihr spürt vielleicht selber durch den Ball, dass ihr Druck gebt. Es ist etwas einfacher, den Beckenboden zu aktivieren, weil ihr euch vorstellen könnt, dass der Ball Richtung Schambein zieht. Spannung halten. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Und löst auf. Rollt nach unten. Wir rollen nochmal nach oben. Jetzt kommt ihr mal auf eure Fußspitzen hoch. Wir gehen mal so ein Stückchen weiter. Schultern bleiben immer noch entspannt. Ihr seid hier mit der nächsten Ausatmung. Komm, und noch einmal. Alle drei Muskelgruppen aktivieren. Ball wieder nach innen ziehen. Haltet die Spannung. Ganz kräftig den Beckenboden aktivieren. Weiter atmen. Jetzt hilft natürlich euer Gesäßmuskel so ein bisschen mit. Den könnt ihr jetzt nicht locker halten, weil ihr jetzt oben seid. Und die Hilfsmuskulatur ist der Gesäßmuskel. Der ist jetzt mit aktiviert. Und dann rollt ihr nochmal zurück. Das machen wir noch einmal. Wir gehen noch einmal nach oben. Einatmen, ausatmen. Schön, komm nochmal. Becken nach oben Richtung Decke. So, jetzt sind wir hier auf den Fußspitzen. Und jetzt gebt ihr noch einmal Druck und lösen. Druck. Und jetzt könnt ihr wieder so ein bisschen zwischendurch immer wieder loslassen, anspannen, lösen, anspannen, lösen. Immer wieder Druck mit beiden Beinen auf den Ball. Noch vier, noch drei, noch zwei. Letzte Mal. Komm, jetzt wieder halten. Letzte Runde. Haltet nochmal, haltet nochmal. Schön aufrollen, Knie nochmal nach vorne rausschieben, Schultern sind entspannt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, rollt euch nach unten, löst auf. Einmal die Knie greifen nochmal und rollt mal über euren Lendenwirbel, den Ball einmal lösen. Und Richtungswechsel. So, Achtung, wir stellen einmal den rechten Fuß auf den Boden, euer linkes Bein bleibt angewinkelt. Mit eurer rechten Hand legt ihr den Ball gegen euren linken Oberschenkel. Legt die linke Hand hinter euren Kopf, einatmen, ausatmen, löst ihr, Blick auf eure Wangenknochen. Eure rechte Hand gibt Druck gegen den Ball. Jetzt spannt ihr wieder eure Beckenbodenmuskulatur an. Euer linkes Bein drückt jetzt gegen eure rechte Hand, gegen den Ball. Haltet die Spannung. Versucht nochmal alle drei Muskelgruppen zu aktivieren. Jetzt ist der Hilfsmuskel auch der Bauchmuskel. Blick Richtung Bauchnabel, Oberschenkel, Wangenknochen. Haltet die Spannung. Weiter atmen. Nochmal Spannung halten. 4, 3, 2 und löst auf. Beide Füße aneinander. Lasst die Knie nach außen fallen. Die Handinnenflächen nochmal Richtung Decke. Und jetzt rollen wir in dieser Position auch nochmal nach oben. Ihr atmet ein, atmet aus und kommt nach oben. Drückt beide Füße kräftig gegeneinander. Und nochmal einatmen, ausatmen. Und nochmal einatmen, ausatmen. Und jetzt bleibt nochmal hier. Komm, kräftig die Füße aneinander drücken. Beckenbodenmuskulatur nochmal aktivieren. Alles nochmal vorstellen. Ihr zieht alle Öffnungen nach innen oben. Schön halten, weiteratmen. Und haltet, komm. Haltet. Und löst auf. Wieder abrollen, Füße wieder aufstellen. Und dann wechseln wir die Seite. Ihr löst euer rechtes Bein.
Nimm den Ball in die linke Hand, rechte Hand hinter den Kopf, ganz entspannt ablegen. Legt eure linke Hand an euren rechten Oberschenkel, rollt wieder auf, schaut wieder auf eure Wangenknochen, einatmen, ausatmen und ihr gebt wieder Druck. Haltet wieder die Spannung. Beckenbodenmuskulatur aktivieren, anspannen und komm nochmal, haltet. Schön halten. So, letzte Runde. 4, 3, 2 und löst auf. Legt den Ball beiseite. Kommt nochmal mit beiden Beinen in die Tabletop-Position. Jetzt legt ihr auch hier nochmal eure Fersen zusammen. Die Fußspitzen zeigen nach außen. Neutraler Lendenwirbel. Mit der nächsten Ausatmung gebt ihr Druck mit beiden Fersen. Und nochmal Spannung halten und lösen. Beckenbodenspannung aufbauen und wieder lösen. Kommt noch einmal den Tischtennisball. Vorstellen, wie ihr auf dem Mini-Trampolin nach oben hüpft. Druck geben und lösen. Druck geben und lösen. Druck geben und lösen. Und Spannung halten. Beide Hände nochmal hinter den Kopf. Wer mag, rollt nochmal auf. Die Hipsmuskulatur, nochmal die Bauchmuskulatur. Blick auf eure Wangenknochen. Und jetzt gebt Druck mit beiden Füßen, mit beiden Fersen. Und ihr haltet die Spannung. Sehr gut. Komm, feste Gegendruck. Halten, weiteratmen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Einmal lösen, ablegen, Knie ranholen. Und nochmal über euren Lendenwirbel rollen. Einmal Richtungswechsel. Und dann noch ein letztes Mal. Fersen wieder aneinander. Knie über eurem Becken. Wer mag, die Hände nochmal hinter den Kopf. Rollt euch nochmal auf. Fersen wieder aneinander. Spannung wieder aufbauen. Blick auf eure Wangenknochen. Fersen zusammendrücken. Alle drei Muskelgruppen aktivieren. Und wer mag, schiebt mal die Beine nach vorne mit der Ausatmung. Einatmen. Ihr haltet jetzt die Spannung. Ausatmen. Schiebt den nach vorne. So kräftig wie ihr könnt. Gebt ihr Druck auf eure Fersen. Einatmen. Ausatmen. Und kommen die letzten zwei noch. Und dann halten wir noch einmal hier. Und weiter atmen. Achtung, zieht die Knie ran. Einmal nochmal an euren Brustkorb und rollt nochmal über euren Lendenwirbel. So, auch wenn die Übungen einfach aussehen, die wir heute gemacht haben, denke ich mal, dass ihr vielleicht euren Beckenboden gut gespürt habt und dass es gar nicht so einfach ist, den Beckenboden die ganze Zeit zu halten oder alle drei Muskelgruppen zu halten. Ich hoffe, ihr habt das gespürt und ihr hattet Spaß dabei und habt mal ein paar Ideen bekommen, ein paar Tipps. Wir legen die Hände nochmal zur Seite, die Arme, die Handinnenflächen nochmal Richtung Decke und jetzt lasst ihr nochmal ganz entspannt eure Beine zur rechten und zur linken Seite kippen. Ganz entspannt mal über euer Becken rollen, ohne Anspannung. Lasst ihr den Atem fließen. Beim nächsten Mal rollt ihr euch ganz entspannt auf eure Seite, auf eure rechte Seite. Kommt langsam in die Sitzposition. Und auch hier rollen wir noch einmal von rechts nach links ganz entspannt.
Und dann kommt ihr in die Sitzposition. Und ihr Lieben, ihr habt es für heute geschafft. Ihr atmet nochmal einmal ein. Und atmet aus. Und nochmal ein. Zieht euch nochmal hoch und lang. Und einatmen, ausatmen, die Arme, die Schultern sinken lassen. Und dann bedanke ich mich bei euch und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bis demnächst, eure Bettina. Tschüss.